Einen wunderschönen guten Morgen, ja, für euch ein kleiner Zeitsprung. Aber es ist nötig gewesen, auch eine Nacht zu schlafen. Es ist 5 Uhr und es sollte eigentlich jetzt gleich der Sonnenaufgang zu sehen sein. Aber, wie ihr vielleicht selber erkennen könnt, es ist wieder sehr stark bewölkt. Die Nacht hier an dieser Atlantikstraße war absolut still. Ich hätte ja gedacht, dass ja auch nachts einiges an Verkehr ist, aber gar nichts. Und ich stand nun mal nur so 25 Meter von der Straße weg, aber war herrlich erholsam. Ja, jetzt bin ich hier auf so einer kleinen Plattform, im Grunde am Anfang oder am Ende der Atlantikstraße, je nachdem von welcher Seite man kommt. Und genieße im Grunde diesen Morgen Stimmung und auch das Licht. Das ist einfach herrlich für mich, sowas. Egal, ob es hier runter ist zum Wasser, was so glasklar ist. Diese Geräusche der Möwen. Natürlich noch schöner ohne den Autolärm. Aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt hoffe ich auf Sonnenaufgang. Und so schön sieht's auf der anderen Straßenseite aus. Wo man im Hintergrund dann auch diese doch ziemlich berühmte Brücke sieht. Ja, ich denke, so könnt ihr sie ganz gut erkennen. Das sieht wirklich so aus, als wenn man hinten rüberfällt. Was aber auch sehr schön ist, sind hier vorne diese zwei kleinen Häuschen mit der passenden Badestelle dazu. Und das ist der Blick aus meinem Bulli, wenn ich schlafe. Oder nicht, wenn ich schlafe, sondern wenn ich im Bett liege. Und sowas wie hier, diese kleinen Buchten überall, schön mit dem Moos oder Algen in der Mitte, ist doch herrlich. Und das zieht sich hier wirklich an dieser ganzen Atlantikküstenstraße lang so. Jetzt hier Richtung Sonne. Ja gut, sofern man Sonne erkennen kann. Und kleine Anlegestelle. Und dort in die Richtung ist so ein offizieller Wohnmobilstellplatz. Aber das braucht man hier definitiv nicht. Die Nacht war ein Traum hier. Also ich habe so gut geschlafen. Absolute Stille. Und hier, wenn man auf so einer Brücke steht und den Blick mal so schweifen lässt, wisst ihr, was ich meine? Noch schöner geht's doch kaum. Und zur anderen Seite der Brücke genauso. Hier die nächste kleine Bucht. Ich bin absolut fasziniert von dieser Stille hier. Schafe hört man ein bisschen im Hintergrund, sonst nichts. So, und jetzt geht's hier auf den Rundweg. Das ist so ein Aussichtsweg. Und das gehört zu Eld Husoja. Wenn man hier einige Meter gegangen ist, hat man wieder so einen schönen Blick. Also ich bin total fasziniert hier. Das ist wie letztes Jahr, diese ganze Scherenküste. Das war ja ähnlich mit diesen Felsen, die ins Wasser ragten. Ich
Ich finde es halt wunderschön. Ne, hier kommt jetzt noch dazu, dass das so ein schöner Rundweg ist. Auch hier von der Flora her. Und die Luft, man hat das Gefühl, bei uns gibt es so Salzsalinen. Und wenn man hier einatmet, das ist, ja, man spürt das Salz. Hier ist ein Denkmal für die auf See verlorenen. So steht's hier, genau. Ach, da steht's auch auf Deutsch einmal. Zur Erinnerung an alle, die auf See geblieben sind. Dafür ist dieser Gedenkstein von 2000. Also ich muss sagen, dieser Weg hier rum, das ist ja ein Rundweg, wunderschön. Man hört jetzt so das leichte Rauschen vom Meer. Ich denke mal, ihr hört es jetzt, ne? Ansonsten, ich könnte einmal zoomen. Dann sieht man auch so die Bewegungen. Ganz leicht. Wenn die Kamera das Licht wirklich so einfangen kann, wie es hier gerade ist, genießt es. Es ist echt ein Traum. Und ich gehe jetzt diesen kleinen Traumweg weiter. Ansonsten da hinten sieht man wieder die Sonne so ein bisschen, wie sie sich zwischen Berge und Wolken so durchschiebt. Auch hier wieder so ein Blick auf diese schroffen Felsen der Scheren hier. Aber auch so wunderschön. So, noch einmal von dieser Seite, wo auch der Weg dann noch mal schön zu sehen ist. Der lohnt sich wirklich. Es sind nur ein paar Minuten. Aber jede Minute ist schön. Daher sehr empfehlenswert. Ja, ich wollte jetzt hier eben noch über die Brücke, aber so wie ich es befürchtet habe, fängt schon wieder an zu regnen. Mal gucken, was noch möglich ist. Aber das Gekreische der Möwen hier, wo die Angler sind, schon beachtlich. Hier ist gerade jemand am Angeln, der was rauszieht. Oh, wunderbar. Ich weiß, dass das nicht jedermanns Anblick war, aber ich esse unheimlich gerne Fisch. Vom Fleisch bin ich ja mittlerweile ganz weg. Aber so werden sie nun mal gefangen. Man könnte vielleicht ein bisschen vernünftiger mit umgehen, indem man so direkt einen auf den Kopf gibt. Das war jetzt hier nicht so der Fall, aber es ist okay, finde ich. So, hier mal wieder zu einem beschissenen Aussichtsplatz, der im Grunde wunderschön ist. Wenn man sich das hier so anschaut. Leider, wie ich mir schon dachte, ist nichts mit Sonne, ganz im Gegenteil Regen. Daher nochmal so ein paar Bilder hier mit Licht, bevor es sich wieder komplett zuzieht. Und bei dem Angler ist echt irre. Jetzt diese 50 Meter, die ich hier gegangen bin, da zieht er die Angel schon wieder raus und wieder Fische dran. Also reinwerfen, rausziehen in einer Tour. Der ganze Eimer ist ja schon voll gewesen. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, ist wieder richtig am Regnen. Daher werde ich das Video jetzt hier beenden,
weil die Aufnahmen draußen auch nichts werden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, was ihr jetzt hier so sehen konntet. Für mich war die Atlantikstraße hier ein echter Traum und diesen, ja, habe ich mir jetzt erfüllt und habe jetzt hier die insgesamt 3 Tage sehr genossen. Also, macht's gut, euer Markus.